Ene, mene, mei, ich wünsche mir eine neue Folge, wie schmeckt's herbei? Hex, Hex. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge, wie schmeckt's? Und ja, heute machen wir die Kürbispasteten aus Bibi Blocksberg. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich koche zum allerersten Mal etwas aus einem Rezeptbuch nach. Das inoffizielle Harry Potter Kochbuch. Von Butterbier bis Kürbispasteten. Mehr als 150 magische Rezepte zum Nachkochen. Hier ist das Rezept für die Kürbispasteten und ich muss sagen, dass ich im Internet so viele verschiedene Rezepte gefunden habe, aber ihr habt mir auch unbedingt das Buch empfohlen, dass ich daraus mal was kochen soll. Deswegen machen wir das einfach mal, ne? Sind wir mal so verrückt. Wingardium Leviosa. Das Buch fliegt weg. Zauberei. Für den Teig brauchen wir 150 Gramm Mehl, 1 Esslöffel Zucker, 1/4 Teelöffel Salz, 75 Gramm gekühlte Butter, 45 Gramm ungehärtetes Pflanzenfett, was auch immer das heißt, und 4-6 Esslöffel Eiswasser. Aber womit füllen wir unsere Kürbispasteten? Natürlich mit einem Kürbis. Und zwar brauchen wir 225 Gramm Kürbispüree. Da man das aber in Deutschland nicht so wirklich findet, müssen wir uns das selber machen. Dann brauchen wir noch 1/8 Teelöffel gemahlene Muskatnuss, 55 Gramm Zucker und 1/8 Teelöffel gemahlener Zimt. Bevor wir mit den Kürbispasteten anfangen können, müssen wir uns erstmal unser Kürbispüree machen, aber das geht ganz einfach. Ihr nehmt euch euren Kürbis und teilt ihn in 4 Teile. So einfach geht das. Dann legt ihr ihn mit der Schale und den Kern auf ein Backblech und schiebt ihn in den Ofen. Wie lange er jetzt im Ofen sein muss, kommt darauf an, wie groß euer Kürbis ist, aber da gibt es ganz viele Rezepte im Internet, also schaut da einfach nach. Aber wisst ihr was, mir dauert das hier gerade viel zu lange und wir haben noch Magie am Start, also zauber ich jetzt die Kürbisse fertig. Kürbisse fertig! So sieht das doch schon mal ganz gut aus. Die Haut könnt ihr jetzt einfach so abziehen. Oh Gott, ist das heiß. Lass es vorher noch ein bisschen abkühlen. Und das ist jetzt eure heiße Kürbismatschepampe. Und das, was übrig ist, müsst ihr essen. Ohne Witz, ich dachte nicht, dass ich Kürbis so gerne mag. Hier haben wir jetzt 225 Gramm heißes Kürbispüree. Das müssen wir jetzt einmal zermatschen. Jetzt kommen 50 Gramm Zucker rein. Ich verstehe nicht genau, wie man 1/8 Teelöffel Muskatnuss jetzt abrechnen soll. Ist das 1/8? War das nicht bei Muskatnuss so, dass man das nicht übertreiben darf, weil man high wird oder so? Jetzt kommt noch 1/8 Teelöffel Zimt. Und jetzt verrühren wir das alles. Oh, das riecht richtig gut. Denkt dran, wir müssen alles probieren. Oh mein Gott. So ist es also, wenn man nach Rezept kocht, dann schmecken die Sachen auch mal. Machen wir jetzt den Teig und dafür nehmen wir eine Rührschüssel und packen da Mehl, Zucker und Salz rein. Und vermischen das gut mit dem Finger. Und da kommt jetzt die Butter hinzu. Und unser ungehärtetes Pflanzenfett. 45 Gramm bitte. Und jetzt kneten wir das, ne? Macht Spaß. Oh. Aber erzählt mir mal, in welchem Haus seid ihr? Ich bin in Gryffindor, wie man unschwer erkennen kann. Ich habe ja noch nicht genug damit angegeben. Ich habe mir ja das Harry Potter Theaterstück in London angeschaut und es war so gut. Das sieht zu cremig aus, ne? Wenn ihr merkt, dass ihr verkackt habt, macht einfach ein bisschen mehr Mehl rauf. Unser Teig ist jetzt fertig, aber weil er noch viel zu weich ist, gehört er jetzt noch in den Kühlschrank, damit er hart wird und man ihn gut ausrollen kann. Oh, ich habe ja vergessen, dass ich zaubern kann. Ene, mene, mei, Teig wird jetzt fertig, kalt und hart, Hex, Hex. Der Teig muss jetzt ausgerollt werden. Dafür nehmt ihr einfach ein bisschen Mehl auf eine Arbeitsplatte, rollt den aus und dann ist das auch, ne? Ich würde jetzt eigentlich ein Nudelholz nehmen, aber ich habe in den Filmen noch nie ein Nudelholz bei Harry Potter gesehen. Oder habe ich doch? Nö. Deswegen machen wir das gut frei Hand und frei Schnauze, ne? Mit dem Glas schneiden wir uns jetzt eine runde Form aus. Auf dieses runde Teigding kommt jetzt ein bisschen Kürbiscreme drauf und das machen wir dann so zusammen. Boom! Sieht das scheiße aus. Ich muss mal den Teig, glaube ich, in die Gefriertruhe packen. Jetzt ist es ein harter Stein. Oh Mann, ey, warum ist denn das so kompliziert? Oh! 5-Sekunden-Regel. Keiner hat's gesehen. Ey, ich mache da jetzt ein Ei rein. Jetzt ist hier ein Bio-Ei mit drinne. Jetzt matschen. Boah, ist das kalt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob dieser Teig irgendwie besser ist, aber der andere ist einfach die ganze Zeit zerbrochen. Jetzt haben wir hier unseren Teig, der jetzt nicht so komisch spricht wie davor. Da kommt jetzt Kürbispaste rein. Dann machen wir den zu. Und er bricht natürlich nicht, weil das eine gute Idee war mit dem Ei. Den machen wir jetzt so zu und legen ihn dann auf unser Backblech. Und davon macht ihr jetzt alle fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Und das sind jetzt unsere gefüllten Pasteten. Ignoriert den in der Mitte. Der sieht nicht so gut aus, aber dafür sind mir die hier ganz gut gelungen. Ich habe sie noch mit der Gabel an der Seite so eingestochen und oben noch so 3 Schlitzchen reingemacht. Und die kommen jetzt für 30 Minuten in den Backofen und dann werden wir schauen, was das so geworden ist, ne? Und in der Zeit, in der die Pasteten im Backofen sind, versuche ich mal aus dem restlichen Teig und Kürbismatsch noch vielleicht Cookies oder so zu machen. Mal gucken. Ein ganz wichtiger Tipp, ihr solltet nicht mit Katzen spielen, wenn ihr was im Ofen habt. Scheiße. So sehen die Harry Potter Pasteten aus und der Akku ist alle. Die wichtigste Frage, wie schmeckt's? Es schmeckt sehr gut. Ich habe jetzt den Akku aufgeladen und kann ganz in Ruhe mit euch eine Kürbispastete probieren, die auch abgekühlt ist.
So sieht sie aus. Ist okay geworden. So sieht sie von innen aus. Jetzt stellen wir uns natürlich der allerwichtigsten Frage. Wie schmeckt die Kürbispastete aus Harry Potter? Supergeil. Und so sieht meine kleine Kürbiskeks-Kreation aus. Also falls ihr auch Pasteten macht und zu viel übrig habt, könnt ihr das auch zusammenmischen. Eigenen Hals. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt mir in die Kommentare Rezeptvorschläge, wie ihr diese Folge fandet. Sei leise. Bis dann.